hinaus. Zurück zum Tauchboot. Jetzt, wo wir Mitglied des unorganisierten Widerstandes sind, kommen wir zurück zum Dock. Und hier im Hafen spielen mit den Turnierfingern. Garnef, ich habe eine Turnierhand. Darf ich nochmal stören? Willst du es nicht ohnehin machen? Stimmt. Lass uns spielen. Lass uns spielen. Gerne. Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Hast du sie dabei? Yep. Das sind tatsächlich echte Turnierfinger. Und sie sind nicht gezinkt. Dann kann es ja losgehen. Na dann. Wie funktioniert das hier doch gleich? Die Regeln sind komplex, das gebe ich zu. Aber im Grunde musst du dir nur drei Sachen merken. Schere schlägt Papier. Papier schlägt Stein. Und Stein schlägt Schere. Gespielt wird nur mit echten Turnierfingern. Jeder Versuch, mit gezinkten Fingern zu spielen, gilt automatisch als verlorene Runde. Alles klar. Wie ist überhaupt der Einsatz? Wer gewinnt, darf sich zwei Finger aus dem Deck des Gegners aussuchen. Was? Was? Na, wir spielen um Finger. Was denn sonst? Wer zuerst bei einer Niederlage keine Finger mehr übrig hat, die er abtreten kann, verliert. Aua. Ich bin bereit. Na dann, hoch die Finger. Zum Glück sind das nur... Schnack. Schnuck. Ja, was denn? Was? Wir haben nur 1, 2, 3... Nur 4 Finger. Ja. Plus 2, oder? Nein, das geht nicht. Aha. Wie, was, wo? Also Papier. Schere schneidet Papier. Gewonnen! Du musst zwei Finger abtreten. Was? Na, was dachtest du denn, worum es hierbei geht? Na los, Hand auf den Tisch. Zwei Finger. Oh. Ich sagte doch, du hast keine Chance. Willst du nochmal? Ja, jetzt haben wir noch... Nein, das geht nicht. So ein Mist, jetzt können wir nur noch Schere spielen. Verdammt, du lernst schnell. Offenbar muss ich bei dir tiefer in die Trickkiste greifen, um zu gewinnen. Okay, jetzt vielleicht. Was? Jetzt habe ich da Ritzen drin. Nein, das geht nicht. Mist, der ist ja... Aber was ist das? Verstehe ich nicht. Die sind ja gezinkt. Jeder Versuch zu schummeln gilt als verlorene Runde. Du musst zwei Finger abtreten. Ach... Stein. Stein schlägt Schere. Was zum? Was gewonnen? Und dabei sind das meine Glücksfinger. Naja, was soll's. Solange ich noch Finger übrig habe, ist es nicht vorbei. So, nochmal gelingt dir das nicht. Bist du bereit für den Showdown? Oh ja. Stein schlägt Schere. Was zum? Was gewonnen? Und dabei sind das meine Glücksfinger. Stein nimmt immer nur... Naja, was soll's. Solange ich noch Finger übrig habe, ist es nicht vorbei. Und wenn er so, dann Stein sitzt, nochmal gelingt dir das nicht. Bist du bereit für den Showdown? Jetzt müsste der Stein einsetzen. So, ich setze Papier ein. Start. Ach, verdammt. Ha! Gewonnen! Du musst zwei Finger... Muss man ein bisschen nachdenken. So. Stein schlägt Schere. Was zum... Was gewonnen? Und dabei sind das meine Glücks... Naja, was soll's. So, bist du bereit? Aber so lange Stein, bis noch keinen hat. Bis er nur noch Stein einsetzen was kann. Was denn? Stein? Dann du müssen machst dich wohl über mich... Na, war... Gardef hat jetzt... Ich hab 2, 4, 6 Finger... Gardef hat nur noch 2, also
Man muss jetzt Schier einsetzen. Was denn? Stein? Du machst dich wohl über mich lustig, hä? Na warte. Skarnoff hat keine Finger mehr, der muss jetzt Stein einsetzen. Ich hab alle Finger, ich kann hier. Papier. Papier steckt Stein. Unmöglich, du... Nice. Du hast mich besiegt. Ich sage es immer wieder, leg dich nie mit Rufus an. Ich habe dich offenbar unterschätzt, aber sei es drum. Ich bin ein ehrenhafter Spieler. Und um ein Wort zu halten, das geheime Klopfzeichen geht folgendermaßen. Kannst du dir das merken? Nein. Ich weiß nicht. Kann ich es nochmal hören? Verrat es aber niemandem weiter. Niemandem außer Goal. Was war das? Ich brauche jetzt was? Alkohol. Ich auch. Okay, wir wissen das Klopfzeichen. Jetzt können wir doch bestimmt... Hier, dunkle Klasse. Jo. Tio. Ich sollte Baby Goal erst Bescheid sagen, dass wir jetzt Widerstand tun. Die wird... Baby Goal Bescheid sagen. Okay. Na dann. Oh, du bist schön. Ich bin jetzt Widerstandskämpfer. Es ist vollbracht. Wir sind Widerstandskämpfer. Wirklich? Klar. Ich kenne sogar das geheime Klopfzeichen. Wow. Worauf warten wir noch? Wir müssen zu Janosch, um unsere Instruktionen abzuholen. Wer als erstes da ist. Okay. Sie geht schon mal vor. Aber hey, stopp! Mist. Na dann. Auf geht's. Nee, nicht nach klein wenig, nicht. Die dunkle Gasse. Sie ist vorher schon vorgegangen. Tja, Topfzeichen. Nein, warte. Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Was? Ich weiß, ich hab da nur was durcheinander gekriegt. Das Klopfzeichen ging... Und wieder falsch. Was zum Henker? Mist, das liegt nur an diesem schmissigen Groove, den sie auf dem Marktplatz spielen. Ach. Wir müssen die Musik ausschalten. Sekunde. Dafür wird es nur uns diesen Einstellungen Musik. Weiterspielen. Das könnte hinkommen. Na endlich. Aber sicher bin ich mir nicht. Was? Ich konnte mir das neue Klopfzeichen nie merken. Könntest du zur Sicherheit noch einmal das alte klopfen? Aber das ist doch die reinste Schikane. Wenn du einer von uns bist, müsstest du es eigentlich noch kennen. Und wehe, es war nur ein Klopfstreich. Ich kenne das alte nicht. Bei meinem Gedächtnis müsste ich eigentlich tatsächlich noch wissen, wie es geht. Er hat es ja vorhin einmal vorgeklopft. Na gut. Das war... Wolltest du nicht klopfen? Letzte Woche. Und wehe, es war nur ein Klopf. Nein, warte. Mehr Glück beim nächsten Mal. Was ist jetzt? Hilfe? Das muss dieser Rebellenstütz... Wolltest du nicht klopfen? Nein, warte. Tja, leider wieder daneben. Mehr Glück beim nächsten Mal. Ach, das gibt es doch nicht. Wolltest du nicht klopfen? Hä, was zum... Was ist jetzt? Verstehe ich nicht. Vielleicht. Aber und ach, wehe, es war nur ein Klopfstreich. Nein, warte. Tja, mehr. Ach, das. Wolltest du nicht klopfen? So,
Das reicht. Ich komm jetzt raus. Bei Klopfstreichen verstehe ich keinen Spaß. Na nu. Hier ist ja niemand. Dann war es wohl doch kein Klopfstreich. Das ist nicht das neue Klopfzeichen, Diebold. Ja, ich habe es wieder vergessen. Kann ich nicht einfach das alte benutzen? Ach. Ja, okay. Aber nur, weil du es bist. Jetzt aber. Was? Das war doch... Identisch. Hey, das war richtig. Natürlich war's das. Na dann, worauf wartest du noch? Komm rein, die Tür ist offen. Nice. Die Tür ist... Was? Musik wieder einschalten, genau. Und hinein. Was? Noch ein neuer Rekrut. Endlich bekommt unsere Sache den ihr gebührenden Schulauf und angemessene Aufmerksamkeit. Wie war das? Was bekommt ihr? Schulauf. Und? Angemessene Aufmerksamkeit. Was ist denn so witzig? Aufhören! Nein, warte, nicht aufhören! Kannst du mir mal verraten, worüber du dich hier so kaputt lachst? Bravo, grandios. Aber mal im Ernst. Was ist das hier für ein Laden? Eine Art Zirkus? Ich suche nämlich eigentlich das Versteck des Widerstands und kein Kinderfasching. Du bist richtig hier. Genau. Fasching war letzte Woche. Okay. Janosch, Dol, Diebold und Garlef. Eine Leinwand. Das soll ein Plan sein? Da kann ich doch nur verächtlich lachen. Sie haben nicht mal einen Riesenadler reingemalt, der sie in letzter Sekunde von einem explodierenden Hochhaus rettet. Tja, sowas. Naja gut, ich mache eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns in der nächsten Part wieder. Ja, jetzt sind wir ja beim Widerstand. Jetzt können wir die Baby Goal auch noch für uns gewinnen. Na dann.